Wie genau kam das neue Coronavirus in die Welt der Menschen? Diese Frage nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 ist medizinisch und politisch betrachtet sehr, sehr brisant. Ein Schlüssel zur Antwort liegt an dem Ort, an dem das Virus zuerst um sich griff, in Wuhan in Zentralchina. Eine internationale Forschergruppe der Weltgesundheitsorganisation hat dort ein Jahr nach dem Ausbruch nach Erkenntnissen gesucht. Am Dienstag gab es die Abschlusspressekonferenz. Seit dem 14. Januar ist die WHO-Expertenkommission in Wuhan, dort, wo die Pandemie ihren Anfang genommen haben soll, auf Schritt und Tritt verfolgt von chinesischen Reportern und den Sicherheitskräften, die sowohl die Expertenkommission als auch die besuchten Objekte streng abgeschirmt haben. Krankenhäuser, Forschungsinstitute, Stadtteilzentren und natürlich den Huanan-Markt, wo im Dezember 2019 die allerersten Corona-Fälle entdeckt worden waren. Ein dicht gedrängtes und auch ein politisch brisantes Programm, denn China wollte unbedingt vermeiden, als der Hauptschuldige für die Pandemie zu gelten. Jetzt also der Abschlussbericht der Expertenkommission, der 17 internationale und 17 chinesische Wissenschaftler angehörten. Eine Untersuchung, die aber immer noch viele Fragen offen lässt. Haben wir dramatisch neue Erkenntnisse? I don't think so. Ich denke, nein. Haben wir uns ein besseres Bild machen können? Absolut. To that story? Absolutely. Die Rolle, die der berühmt-berüchtigte Huanan-Markt beim Ausbruch der Pandemie gespielt haben soll, ist weiterhin fraglich. Neben diesem Cluster scheint es auch an anderen Orten in Wuhan Übertragungen gegeben zu haben. Immerhin gibt es jetzt so etwas wie Gewissheit, von welchem Tier das Virus auf Menschen übertragen worden ist. Alle Arbeiten, die an dem Virus durchgeführt wurden und der Versuch, seinen Ursprung zu identifizieren, deuten weiterhin auf ein natürliches Reservoir dieses Virus in Fledermauspopulationen hin. Wie genau aber das Virus von Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden ist, das muss noch geklärt werden nach dem Ende einer Forschungsreise, bei der niemand sein Gesicht verlieren wollte. Ja, und für uns schätzt jetzt China-Korrespondent Matthias Böllinger die Ergebnisse der Forschungsgruppe in Wuhan ein. Dass diese WHO-Mission am Ende mit einem Ergebnis aufwarten kann, also dass zum Beispiel gesagt werden kann, das Virus ist dann und dann über dieses oder jenes Tier auf den ersten Menschen übergesprungen und hat sich dann weiter verbreitet. Damit hat niemand gerechnet, aber die WHO-Experten haben wichtige Erkenntnisse gewonnen und vor allem auch wichtige Vorentscheidungen getroffen, in welche Richtung weiter geforscht werden soll. Sie haben ein Ranking erstellt, eine Reihenfolge der wichtigsten oder der wahrscheinlichsten Ursachen für dieses Virus. Es ist keine Überraschung, dass sie die Übertragung von wahrscheinlich Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen als die wahrscheinlichste Variante angesehen haben. Das haben Experten von Anfang an. Aber für die chinesische Regierung, denke ich, dürfte wichtig sein, dass die Experten jetzt gesagt haben, dass sie einen Laborunfall für unwahrscheinlich halten. Daran war der chinesischen Regierung sehr viel gelegen. Ganz ausgeschlossen haben das die Experten nicht, aber sie haben es als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Und zum anderen dürfte der chinesischen Regierung sehr gefallen, dass die Theorie, dass vielleicht über tiefgefrorene Lebensmittel eine Übertragung stattgefunden hat, immer noch auf dem Tisch ist, wenn auch nicht als allerwahrscheinlichste Variante. Die chinesische Regierung hat sehr viel Energie da rein gesteckt, darauf hinzuweisen, dass das Virus möglicherweise aus dem Ausland eingeschleppt wurde und eben möglicherweise über tiefgefrorene Produkte. Gerade hier im Inland wurde das rauf und runter berichtet. Die WHO-Experten haben darauf keine Hinweise gefunden, aber in die Richtung wird weiter geforscht.